Kommentar von Varelion. Als einer, dessen erster Kinofilm Krieg der Sterne, Episode 4 war, kann ich dir nur beipflichten. Es ist unerträglich, was Lucas in den Prequels gemacht hat. Und dann diese billige Verwurstung von Vorhandenen aus Mangel an Ideen. Das berühmte Wagenrennen aus Ben-Hur wurde sehr ähnlich vom Verlauf her untergebracht, wohlgemerkt mit einem Kind als Wagenlenker, unter vielen erfahrenen Halunken. Dann Prinzessin Amidala, die teilweise auch noch genauso angezogen und geschminkt ist wie eine Abbildung des Amida-Buddha. Und konnte Anakins erster Lehrer nicht anders heißen als Qui-Gon? Der Hinweis auf die Nähe von der Macht und der Vorstellung des Krieg des Qui ist ja sinnvoll, aber so platt. Wenn einer Qui-Gon heißt, dann kann ein anderer aber auch gleich Tai-Qui oder Kung-Fu heißen. Die wasserbewohnenden Gurganer sind den schwarzen Sklaven im Mississippi im Dialekt nachempfunden und werden nicht umsonst als tölpelhaft dargestellt. Der Sklavenhalter ist einem Juden nachempfunden worden, im Aussehen, in Klammer Judennase und im typischen Dialekt. Anscheinend hat hier niemand Lukas aufhalten können, ihm war es egal, den Kindern, denen diese Stümperei nicht auffielen, sicher auch. Kann ich nichts mehr hinzufügen. Sehr guter Kommentar. Wobei das wieder die Darstellung selber ist, die ich in dem Video ja gar nicht verwurstet habe. Also wie werden die Figuren dargestellt, wie werden sie benannt? Das habe ich jetzt einfach alles mal unter künstlerische Freiheit im Wesentlichen nicht angesprochen in dem Video, sondern da ging es um die Handlungslücken. Aber solche Kommentare sind natürlich eine prima Ergänzung. Dankeschön.